Hey Freunde, damit ein herzliches Willkommen bei eurem Tiel von Herzlich Willkommen zu One Night at Springtraps. Es wurde mal wieder Zeit für ein richtig nices Five Nights at Freddy's Fangame. Wir haben in letzter Zeit einfach viel zu viel rumgedümpelt. Ich meine, wir haben Killer in Purple, wir haben Friday Night Funkin', aber mal wieder so ein richtig saftiges Five Nights at Freddy's Fangame. Heute ist es soweit. Lasst deswegen gerne wie immer einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Denn die schon länger hier sind unter euch, wissen, was passiert, wenn ihr keinen Daumen nach oben gebt und den Kanal nicht abonniert. Wer nicht abonniert, dem scheiß ich in den Briefkasten. Und ihr könnt dann dem Postboten erklären, wie das da reingekommen ist. Überlegt's euch gut. Aber wir starten mal rein. One Night at Springtraps. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das Free Roam ist oder nicht. Wir werden es schon rausfinden. Let's go! Okay, Leute, wir sind jetzt im Spiel drinne. Okay, es ist auf jeden Fall nicht Free Roam. Wir haben eine Cam. Okay. Ist das... Okay, sind wir auch... Oha, was sind hier denn für Animatronics drinne? Okay, das ist Springtrap auf jeden Fall. Hi, hi, ja. Grüß dich. Oh! Was war das denn? Game over. Hä? Oh, hier ist Balloon Boy. Was? Oh! Oh, von Balloon Boy haben wir eben den Jumpscare gekriegt. Der lacht so räudig. Und dann? Oh mein Gott, was muss ich machen? Wir haben auch keinen Telefonguy. Niemand erzählt uns irgendwas. Wir sind einfach in Fazbear's Fright und werden fertig gemacht. Aber der Ladescreen ist hübsch. Der sieht schön aus. Also, nice, toll. Okay, auf ein neues. Es sieht auf jeden Fall cool aus. Fazbear's Fright auf jeden Fall in einem krassen Look. Wir müssen halt mal gucken. Wahrscheinlich müssen wir diese Maske aufsetzen, oder? Wenn Balloon Boy angreift. Keine Ahnung. Wer kann von hier so angreifen? Keep in the disabled state. Klick. Oh, das ist Puppet, ne? Okay, Maske. Ah, okay. Maske bei Balloon Boy. Alles klar. Dann ist hier drüben. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay. Hier ist halt irgendwie Puppet. Funktioniert quasi wie eine Musicbox. Wir müssen das aufladen. Da ist Springtrap natürlich auf dem Weg zu uns. Hi. Maske. Danke. Springtrap natürlich auf dem Weg. Weg. Weg mehr. Hä, brauchen wir für die... Yo, was ist denn hier los? Brauchen wir für alle eine Maske oder was? Hello. Lol, was? Balloon Boy schon wieder. Was geht denn hier schon wieder ab? Okay, aber wir brauchen scheinbar wirklich, egal wer angreift, einfach Maske auf den Kopf. Und die Sache hat sich erledigt. Oh oh, Puppet ist los. Scheiße. Hä, was passiert denn hier? Was ist es für eine Location? Hä, das ist ja ultra krank, was da abgeht. Aber das ist wirklich krank, was da abgeht. Ich meine, wie viele Animatronics sind da einfach so aktiv? Das waren schon verdammt viele. Okay, dann müssen wir uns irgendwo durchmogeln. Aber ich glaube, wir haben nur eine Nacht, ne? Es sieht so aus, als wäre es nur eine Nacht. Okay, Leute, ihr habt es gesehen. Wir müssen auf jeden Fall ein Auge offen halten auf Puppet. Ich meine, Puppet sitzt wo? Hier, hier. Und wir müssen immer diese Leiste voll halten. Ansonsten geht es ganz schnell nach hinten los. Und ich habe keine Ahnung, wie wir... Oh, wir haben auch Uhrzeit. Nice. Ich habe keine Ahnung, wie wir Springtrap abwehren können, wenn es irgendwann soweit ist. Ich meine, Springtrap macht sich ja... Alter. Springtrap macht sich ja scheinbar langsam auf den Weg ins Büro. Von hinten aus der Location. Hier irgendwo. Da. Nice. Und ja, ich bin mir nicht so sicher, wie das wohl endet. Ich meine, Springtrap wird irgendwann hier unten sein. Und uns safe, safe versuchen, hops zu nehmen. Oh, Freddy. Aber keine Ahnung, was wir gegen Springtrap machen sollen. Ich meine, ich glaube nicht, dass dieser Helm, diese Maske, der Freddy-Kopf Springtrap aufhalten wird. Alter. Oh, da draußen ist Mac. Das war Phantom Mangle, oder? Hä? Wie viele Animatronics sind hier drin? Ich weiß nicht, wie die funktionieren. Wo ist der Telefon-Guy? What the hell? Oh, es gibt ein Tipps-Menü. Hier wird alles erklärt. Ja Mensch, hätten wir auch vorher sagen können, ne? Warum finde ich diese Tipps-Menü eigentlich erst, nachdem ich gefühlt 10-mal verkackt habe? Huh. Okay, schauen wir mal. Springtrap interessiert mich tatsächlich am meisten. Wenn Springtrap nah genug an der Kamera ist, sollen wir den Control Shock aktivieren. Auf Kamera 5 hat Springtrap nur eine Phase.
Bitte? Ah, und mit jedem Schock schicken wir Springtrap dann wahrscheinlich eine Kamera zurück oder so. Das kann sein. Okay, ja, müssen wir ausprobieren. Ich meine, wie Spring Puppet funktioniert, wissen wir. Dann haben wir Threadbare, für den setzen wir die Maske auf. Spring Mangle machen wir auch die Maske auf. Für Balloon Boy machen wir auch die Maske auf. Und dann haben wir Toy Spring Bonnie. Okay, wenn wir irgendein metallisches Rappeln hören, sollen wir sofort schnell die Maske aufsetzen. Alles klar. Und dann haben wir noch Plastic Abomination. Dafür müssen wir auf die Kamera gucken, damit es abhaut. Nice, okay. Alles nicht so schwer. Sollten wir hinkriegen. Vielleicht hätte ich früher in die Tipps gucken sollen. Shit. Okay, auf in eine weitere Nacht in Fazbear's Fright. So, wir gucken mal. Springtrap startet. Wo denn? Da hinten. Ah, da liegt Springtrap noch rum. Okay. So, wir machen mal. Spring Cup ist voll. Alright. Ah ja, alles noch entspannt. Aber ey, was hier abgeht mit den Animatronics ist halt ultra krank. Wie viele gleichzeitig angreifen oder kurz nacheinander, das ist echt nicht feierlich. Nicht feierlich. Die sind wirklich hyperaktiv im Grunde genommen. So, genau, hier machen wir den Schock. Dann wird Springtrap ein Stück zurückgesetzt. Easy Game. Wirklich easy Game. Okay, ah, Balloon Boy. Und Balloon Boy abgewehrt. Nice, nice. So, oh, Threadbare. Oh, und da ist das andere Vieh. Nein! Okay, Plastic Abomination greift auf jeden Fall schneller an als alle anderen und wir müssen dann sehr schnell auf die Cam gucken. Alright, wieder was gelernt. Okay, das Ganze jetzt noch einmal. Ich meine, wir haben jetzt gelernt, was Plastic Abomination macht. Wenn das Vieh hier am Fenster ist, sofort auf die Kamera gucken. Alles andere ist erstmal zweitrangig. Das Vieh ist scheinbar scheiße schnell im Angreifen. Scheiße schnell. Und wir müssen es sofort loswerden, wenn es da ist. Sofort. Oh, wer ist das? Wer ist das? Oh, das war Mangle. Okay, Mangle wieder weg. Springtrap. Ja, einmal schocken. Let's go. Okay, wir gehen wieder hier auf Spring Puppet Dings. Ja, aha, Balloon Boy. Okay. Und das müssen wir jetzt durchziehen. Bis 6 Uhr morgens. Dieses krasse Hin und Her. Oh mein Gott. Anstatt, dass die einfach hier irgendeine... Oh, oh. Was war das? Ich habe irgendwen geschockt aus Versehen. Ich habe mich verdrückt. Warte. Springtrap ist hier schon. Schock. Okay. Nein, nein, nein. Maske. Kamera meine ich. Okay. Balloon Boy auch weg. Wo ist Springtrap? Wo ist Springtrap? Hier. Und wo ist Springtrap jetzt? Woanders. Warte. Oh nein. Nein. Spring Puppet. Spring. Nee. Geh doch. Oh mein Gott. Was ist das für ein Spiel? What the fuck? Das spielt sich wie eine sechste Nacht oder so. Okay, Leute. Ey, ich weiß nicht, was sich die Entwickler bei diesem Spiel gedacht haben. Holy shit. Ich dachte so, oh nice. One Night at Springtraps. Das klingt wie... Naja, nicht wie Spaß. Aber wie ein interessantes Game. Aber das ist ja holy shit. Ich meine, wir haben 8 Animatronics, nicht wahr? Habe ich richtig gezählt? Es müssten 8 Animatronics sein, die aber ultra räudig sind. Ich meine, ihr kriegt es ja mit. Wir spielen ja gerade zusammen. Ihr wisst ja, was hier gerade abgeht. Holy smokes. Yo, warte. Mache das Ding nochmal voll. Springtrap ist schon wieder hier vorne. Maske auf. Okay, keine Ahnung, wie lange wir das hier überleben können. Ich meine, wir müssen überleben. Bis 6 Uhr wahrscheinlich. Geh mal weg, Threadbare. Danke. Das machen wir voll. Ein Schock. Ah, Spring. Oh, nee. Mach. Digga. Hä? Okay, wir starten jetzt noch einen Versuch. Ich meine, das ist ja kein Zustand. Hier wird man ja verrückt. Der Hund in der Pfanne wird auch verrückt. Okay, ey, das ist wirklich einer der wildesten Mobs, die ich bis jetzt gesehen habe. Anstatt, dass das Ding langsam anfängt mit 3 oder 4 Animatronics in der ersten Nacht, direkt Vollgas. Alle Animatronics oder keiner. Holy shit. Okay, wir machen... Nein, geh hier rüber. Nein, nein, nein. Maske. Okay, hier rüber. Puppet hochdrücken.
Komm, jetzt hier rüber. Schock. Nice. Okay. Niemand, der angreifen will. Alles easy. Balloon Boy. Maske. Es ist wild, Leute. Hä? Was geht hier ab? Okay. Springtrap. Fredbear. Oh, ich muss zu Puppet. Schnell. Alter, Puppet geht auch ultra schnell leer. Chill, yo. Schock. Maske. Nee. Kamera. Maske. Excuse me? Das kann doch nicht sein. Was ist das bitte für ein Spiel? Hä? Okay, nee. Okay, das ist jetzt wirklich der letzte Versuch in diesem Spiel. Was auch immer jetzt passiert, hiernach endet dieses Video. Ich krieg einen Nervenzusammenbruch. Es sind ja nicht mal alle Runden im Video drin, die ich gespielt habe. Manchmal sterbe ich auch in der ersten Minute. Es ist ein sehr wildes Spiel. Hilfe. Nee. Hör auf zu lachen. Warte. Das ist auf jeden Fall die letzte Runde, die wir jetzt versuchen. Das ist mit Abstand eins der miesesten FNAF-Games. Was ist denn? Eins der miesesten FNAF-Games, das ich kenne. Ich dachte so, nice, One Night at Springtraps. Das könnte cool sein. Ja, Schlecken 350. Ich fahre jetzt nach Hause. Also Freunde, die Verabschiedung machen wir heute hier. Ich gehe nicht mal zurück ins Spielmenü, das ist mir zu wild. Ich weiß gar nicht, wie lang das Video jetzt war. Ich bin so schnell gestorben immer. Kann sein, dass das Video voll kurz ist. Falls es voll kurz ist, tut mir das leid. Konnte ich ja nicht wissen. Ansonsten an der Stelle, liebe Grüße. Grüßt den Hund, grüßt eure Katze, streichelt sie von mir. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Oh Mann.